Ja, moin moin, willkommen zu Metroid Zero Mission. Ich brauche mal ein bisschen Abwechslung von dem ganzen RPG-Gekloppe. Und da spiele ich halt ein bisschen Metroid. Das Remake des NES-Klassikers. Ja. So. Fangen wir ein neues Spiel an. Natürlich auf normal. Leicht ist mir viel zu leicht. Soll schon ein bisschen Action mit drin sein. Da haben wir Samus Schiff. Der Planet Zebes. Einst in friedvolleren Zeiten war er meine Heimat. Lange bevor das Böse die Tunnelsysteme heimsuchte. Nun endlich werde ich die Geschichte meiner ersten Schlacht erzählen, die hier stattfand. Meine Zero Mission. Samus Aran. Ja, und da ist unsere Samus. Nun, der Gag ist, eigentlich sollte Samus ein Mann werden. Doch dann, als bei der Produktion der Film Alien rauskam und Shigeru Weaver halt den Außerirdischen ordentlich in den Arsch getreten hat, dachte man, komm, wir machen eine Frau. Das ist der Hintergrund. Und wir haben unseren Morphball erhalten. Können wir an engen Schächten vorbeikommen. Zack. Es sind auch noch Popelgegner. Ja, und ich werde natürlich umgehauen. Zack, 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 zack. Bam, bam, bam. Moment, kann ich eigentlich kaputt machen? Nein, da brauche ich die Bomben für. So. Ja, unser Meme schießt noch nicht weit. Das ist auch nur ein Zero Mission. Diese Joseph-Statuen und die Karten. In der NES-Version, da fühlte man sich ohne irgendeine Hilfe wie eine Ratte im Labyrinth. Ah, und hier sehen wir schon, wo wir hin müssen. Und unsere Energie wird aufgefüllt. Ich mag diese Statue. Energievorrat vollständig wiederhergestellt. Und da kriegen wir den Longbeam erst einmal. Das heißt, wir können ein bisschen weiter ballern. Ach Mensch, Samus. Ah, wir können uns noch nicht an Klippen festhalten, so wie man das aus Metroid Fusion kennt. Naja, was soll's. Zack. Tja. Der Beam reicht hier noch nicht komplett aus, um weiterzukommen. Wir haben keine Bomben, also müssen wir uns hier irgendwie drin aushelfen. Au! Verdammt. Ah doch, die konnte ich kaputt machen. Egal. Distance Beam, okay. Heißt auch Long Beam. Vor allem mit diesem Beam weitreichende Schüsse. L und B, um diagonal zu feuern. Alles klar. Moment. Ja, Energie auffüllen. Wohl brauche ich eigentlich nicht. Tja, die Statue sagt uns leider nicht, wohin es geht. Das können nur die Stehenden. Und der Beam ist auch ein bisschen stärker, wie es scheint. Zack, 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 zack. Bam. 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 Außer interessant, die Geheimgänge werden hier grün angezeigt. Das macht die SNES-Version nicht. Au. Ich hasse es, gegrillt zu werden. Hier bin ich falsch. Wieso renne ich dann da überhaupt noch hin? Autsch, shit. Au. Komm her, du Mistding. Ha. Kein Gegner für mich.
und gleich erfahren wir unser nächstes Ziel. Oh, da irgendwo am Arsch der Welt. Ich glaube, ich habe da unten eine Speicherstation verkackt. Die Vorrat da vollständig hergestellt. Immer das Schönste daran. Nö. Aua. Ich mag diese Gegner nicht. Kleines Mistvieh. Na egal, gehen wir erstmal zur Speicherstation. Dam, badam, badam. Speichern. Ich bin ja mal so ein Speichermuffel. Das wird sich hier in Metroid sehr, sehr stark rächen. Glaub mir. Das ist nicht so wie in Zelda, dass ich da wieder am Eingang bin. Nee. Wenn ich jetzt hier nicht gespeichert und gestorben wäre. Von Anfang an. Zack. Na komm her. Ey. Nun. Wissen wir vielleicht wieder Geschichte zum Spiel. Zebes war eines von den Chosen bevölkert. Einer sehr stark entwickelten Vogelrasse, sehr intelligent. Denen hat Samus natürlich auch ihren Anzug, ihre Waffen. Und ja, warum gibt es denn hier keine Chozo? Ganz einfach. Ihre Erfindung Mother Brain ist Amok gelaufen, hat hier alles kurz und klein gehauen. Dann kam noch Ridley mit seinen Weltraumpiraten. Und ja, das ist sozusagen der Effekt. Wie man sieht, ich bin nicht der perfekte Metroid-Spieler. Bin ich überhaupt richtig? Da wackelt es ganz schön. Oh, und unsere ersten Raketen. Ja, jedenfalls. Bisher kann man in der Annahme angehen, dass die Chozo momentan ausgerottet sind. Oder es gibt vielleicht irgendwo Chozo, nur leben sie halt. Scheinen sie sehr zurückgezogen zu leben. Ich weiß es nicht. Aua. Ah, die Aufladeknubbel, wie Desmix sie gerne nennt. Ah, hier spammt immer einen Gegner. Ah, du auch noch. Oh, und unser erster Gegner. Verdammt. Zack. Na komm, mach Auge auf. Wir müssen jetzt hier auf den Kampf konzentrieren. Ah, der haut ab. Feiger Hund. Siehst ein, du hast keine Chance gegen mich. Naja, zurück zur Geschichte von Metroid. Tja, wie kam eigentlich Samus mit den Chozo in Kontakt? Also sie lebt auf der Erdkolonie. Namen weiß ich jetzt leider nicht mehr. War so 3 Jahre alt. Und dann kam Ridley. Haute alles kurz und klein. Samus durfte das sich alles mit ansehen. Bringst du jetzt mal bitte hier auf die Plattform? Ich will dir gerade eine Geschichte erzählen. Und du machst mit das, was ich will. Soll ich hier die volle Aufmerksamkeit widmen oder wie? Und noch eine Speicherstation, sehr gut. Ah ja, die Chozo, die zufällig gerade auf dem Planeten waren, nahmen sie mit auf. Bildeten sie aus. Gaben ihr den Anzug.
Ah, und so wurde Samus zuerst zur Weltraumpolizistin, könnte man so sagen. Im zarten Alter von 16 Jahren macht sie schon ihre ersten gefährlichen Missionen. Später dann wurde sie halt zur Kopfgeldjägerin.